Also meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal gilt es gerade jetzt in den Stunden das Beileid den Angehörigen auszudrücken. Ein Feuerwehrmann ist gestern im Einsatz gestorben. Wir fühlen mit der Familie, mit den Angehörigen und vor allem auch mit den Feuerwehrkameraden, die zutiefst betroffen sind. Es ist gleichzeitig auch eben, wie man sieht, zutiefst beeindruckend, wie stark das freiwillige Feuerwehrwesen hier im Katastrophenschutz dient und die Menschen bereit sind mit vollem Einsatz und eben auch, wie gefährlich es sein kann, wenn man in die Einsätze geht. Heute bei der Koordinierung wieder hier den Informationen, wie jetzt tatsächlich die Katastrophenlage sich darstellt, sieht man, dass nach wie vor die Lage sich in Niederösterreich weiter zuspitzt. Es gibt hier große Druckpunkte, wo gegen die Wassermassen auf der einen Seite gekämpft wird und auf der anderen Seite auch gegen die Sturmschäden und den Sturm an sich. Es ist sehr beeindruckend, wie das Zusammenwirken aller Bundesländer derzeit agiert wird und auch funktioniert. Das heißt, also es werden zusätzliche Hilfskräfte aus den Bundesländern nach Niederösterreich zugeführt von der Freiwilligen Feuerwehr her. Es gibt eine enge Abstimmung mit dem Roten Kreuz, mit allen Blaulichtorganisationen, Arbeiter-Samariter-Bund. Es sind so viele, die helfen und bereit sind, dazustehen und auch vor allem aus ihren eigenen Ressourcen weiter Hilfe zu geben, weil sie nicht so betroffen sind. Die Lageentwicklung bleibt weiter angespannt. Die Meteorologen sagen, dass erst zur Mitte der Woche eine Entspannung tatsächlich auch meteorologisch, also durch die Regenfälle, die dann abklingen, sich darstellen wird. Bis dahin gilt es, vollen Einsatz zu leisten. Das österreichische Bundesheer, die österreichische Polizei stehen den Rettungskräften in vielen Bereichen zur Verfügung. Heute war es sogar schon so dramatisch, dass das Bundesheer mit einer Seilbergung mit dem Blackhawk auch Polizistinnen und Einsatzkräfte gerettet hat. Also man sieht, wie gefährlich der Einsatz tatsächlich ist, aber wie wichtig das Zusammenwirken der Einsatzorganisationen ist. Ich werde jetzt im Anschluss auch den Einsatzstab in Tulln besuchen, da Niederösterreich am stärksten betroffen ist, mit meinem nationalen Sicherheitsberater und auf dem Weg dorthin über die Lageentwicklung an sich auch den Herrn Bundespräsidenten informieren. Was ist jetzt der Appell an die Bevölkerung? Eben, es geht noch weiter bis Dienstag. Wie soll man sich hier am besten verhalten? Den Anweisungen der Behörden Folge leisten, die Warnungen ernst nehmen. Es wurde auch Vorsorge getroffen, dass die Kinder zum Beispiel entschuldigt sind, wenn sie jetzt nicht in die Schulen gehen können, genauso Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn die Freiwillige Feuerwehr lebt ja auch von dem Einsatz vieler Mitarbeiter, die sonst woanders gebraucht werden. Hier ist auch im Schuldienst, im öffentlichen Dienst wird Vorsorge getroffen, dass diese Mitarbeiter entschuldigt sind, wenn sie nicht da sein können, eben weil sie im Einsatz sind oder weil der Weg an den Dienstort oder in die Schule zu gefährlich ist. Können Sie ein bisschen eine Größenordnung nennen, wie viele Einsätze aus der Luft hat es mittlerweile gegeben? Inwieweit spielt der Sturm oder der Winter dann auch noch eine Rolle? Wie gefährlich sind diese Einsätze? Was ist da derzeit? Derzeit sind insgesamt 2400 Soldatinnen und Soldaten einsatzbereit vom österreichischen Bundesheer, Assistenz zu den wirklich hunderten Feuerwehrleuten zu leisten. Feuerwehrfrau und Mann sind sozusagen jetzt Stunden schon im Einsatz, sie brauchen auch Ablösen. Und Verstärkung, 2400 Soldatinnen und Soldaten stehen dafür bereit. Jetzt kommt dann der nächste Schritt eben, in Niederösterreich werden ca. 1000 eingesetzt und dann geht es darum, wo die jeweiligen Landeskatastrophenstellen in anderen Bundesländern ebenfalls die Einsätze in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist Vorsorge getroffen worden und es gibt diese Unterstützung eben nicht nur zu Lande, zum Beispiel wird das Rote Kreuz auch unterstützt mit geländegängigen Fahrzeugen von Seiten des Bundesheeres, sondern eben auch aus der Luft aus. Wie ist die Stromversorgung derzeit? Wir sehen das ein bisschen Übersicht, stromlos, regional eingeschränkt. Wie erschwert das die Zusammenarbeit und wie viele Gebiete sind da mittlerweile betroffen? Es ist eine umfassende Katastrophe. Das heißt also tatsächlich, dass es Stromausfälle gibt, dann gibt es auch Erreichbarkeitsausfälle unter Umständen der Infrastruktur. Derzeit ist es so, dass aber auch bei den Polizeiinspektionen nach wie vor gewährleistet ist, dass diese erreicht werden können. Es wird jetzt länger brauchen, die Schäden an sich zu beheben, aber auch hier gibt es ein starkes Zusammenwirken aller Kräfte, auch von Seiten der Telekommunikation, weil das ist wichtig, dass Verbindung gehalten werden kann. Und es gibt leider in der Steiermark, natürlich in Niederösterreich und anderen Bundesländern nach wie vor Haushalte, die ohne Strom sind. Hier kämpfen die Energieversorger darum, dass sie rasch auch zu den sozusagen betroffenen Sendemasten bzw. Elektroleitungen vordringen können, um hier Verbesserungen herbeizuführen. Der Sturm erschwert das noch. Wenn der Sturm abklingt, gehen auch diese Reparaturarbeiten dann leichter und schneller. Es wurde ja eigentlich schon seit Montag gewarnt, dass dieser Sturm so heftig ausfallen könnte. Würden Sie sagen, dass man da richtig vorbereitet war, beziehungsweise wenn man sich darauf überhaupt richtig vorbereiten kann? Also das Ausmaß, was tatsächlich getan werden konnte, um sich vorzubereiten, ist geleistet worden. Die Freiwilligen Feuerwehren waren vorzeitig alarmiert, haben sich auf diesen Einsatz gut vorbereitet. Die Rettungsorganisationen, das österreichische Bundesheer hat schon Vorlage geleistet und auch Soldatinnen und Soldaten eben darauf vorbereitet, dass es jetzt zu Einsätzen kommen kann. Eine Katastrophe ist tatsächlich immer in der Wirkung heftig. Jetzt geht es darum, die Schäden rasch sozusagen tatsächlich zu beheben. Menschenleben zu retten steht jetzt im absoluten Vordergrund.
nach dem Menschenleben retten, Schäden beheben. Das ist jetzt die Katastrophenbewältigung, die ansteht. Aber wirklich nochmals ein großes Danke an alle freiwilligen Einsatzkräfte, an alle, die jetzt in dieser Katastrophe arbeiten, sei es vom Bundesheer, von der Polizei, von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz, vom Arbeiter-Samariter-Bund, die Gemeinden, die Bauhöfe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die hier jetzt die Katastrophenmanager vor Ort sind bei den betroffenen Gemeinden. Die Menschen müssen wissen, wir lassen sie nicht alleine. Auch von Bundesseite her, die Bundesmittel werden zur Verfügung gestellt, die notwendig sind, um diese Katastrophe zu bekämpfen. Danke. Werden die Mittel ausreichen? Nur ganz kurz zu den Mitteln, da muss man vielleicht nachdotieren angesichts dieser sehr großen Ausmaßes. Es gibt ganz klar von uns die Garantie, sollten die Mittel nicht ausreichen, werden sie erhöht. Dankeschön. Danke.